Es ist Frühjahr, es ist Angelzeit, wir gehen Forellen angeln. Und ich zeige euch heute mal in diesem kleinen Erklärbär-Video, warum ihr gar nicht mit so einer großen Tasche zum Forellenangeln los müsst, sondern dass ganz wenig Ausrüstung auf den ganz großen Unterschied macht. Viel Spaß mit dem Video. In dieser kleinen Box ist alles drin, was ihr zum Angeln benötigt. Zum Angeln auf Forelle. Wir schauen erstmal in die Abteilung Köder. Viele machen den Fehler und nehmen viel zu viele Köder mit, schleppen viel zu große, viel zu kleine Köder. Dabei ist eigentlich eine kleine, feine Auswahl völlig ausreichend. Ich selber bevorzuge Blech beim Angeln auf Forelle, aber auch andere Sachen gehen. Falls ihr das Video schon gesehen habt, ansonsten verlinke ich euch das nochmal. Ich habe bei mir Eigenbauköder mit drin, mit denen ich sehr, sehr gut fange, sehr, sehr gute Erfolge vorlegen konnte in den letzten Jahren. Danach habe ich hier ein paar kleine Blinker drin, in verschiedenen Farben. Das sind jetzt welche von 3,5 Gramm bzw. 4 Gramm. Helle und dunkle Farben, damit man immer ein wenig einen Unterschied machen kann, was überall dabei sein sollte. Ein DAM-Spinner mit in dem Fall 6 Gramm. Hier habe ich noch einen Kupferlook. Und hier, manchmal sind das echte Topköder, noch ein paar ganz kleine. Gerade die kleinen machen oft den Unterschied und wenn mal großer Fangdruck herrscht, viele den gleichen durchziehen, lohnt es sich auch einmal was anderes zu verwenden. In manchen Gewässern, dort wo es erlaubt ist, weil sie als allgemeine Angelgewässer ausgeschildert sind, kann man auch prima kleine Gummifische verwenden. Ich habe hier mal so eine kleine Vorauswahl drin, welche Größen meiner Meinung nach für Forelle und Barsch super Größen darstellen. Allerdings aufpassen, auf sowas hier kann durchaus auch mal ein Hecht draufknallen, gerade wenn man größere Kombinationsflüsse hat, wie es bei uns zum Beispiel die Saale ist. Die hat einen schönen Forellenbestand, allerdings auch einen kleinen, aber vorhandenen Hechtbestand. Da immer aufpassen und im Notfall lieber ein Stahlvorfach auch bei der Forelle davor schalten. Hier mal ein bisschen was mit Glitzer. Weil wie gesagt, im Grunde genommen, die einfachen Kupferköder, so wie hier, sind mitunter die besten. Das war die erste Seite meiner Box. Auf der zweiten Seite befinden sich ein paar Ersatzdinge, die man so braucht beim Angeln. Ersatzhaken, Schnurstopper und Vorfächer. Die Schnurstopper und Vorfächer brauche ich allerdings nicht, wenn ich mit Kunstködern angle. Aber an manchen Gewässern ist es ja erlaubt und ich persönlich bin ein Fan des Angelns mit Laufposen. Am Fluss Haken, Pose, Wurm und los geht's. Wie genau das geht, dazu kommt auch noch mal ein extra Video. Und was ihr immer dabei haben solltet, ein Päckchen Schrotblei und ein paar Ersatzwirbel. Gerade wenn man mal Abrisse hat, ist das immer gut zu gebrauchen. Außerdem ein Messer, denn das ist Pflicht mitzuführen. Und irgendwie muss man ja auch den gefangenen Fisch erledigen, sollte er die Größe haben. Und im Grunde genommen, mal abgesehen von den Ruten, zu denen ich gleich komme, und einen Kescher, ist das alles, was ihr braucht, um erfolgreich auf Forelle zu angeln. Kommen wir nun zu den Angelgeräten, zu den Ruten. Als Ruten habe ich euch heute mal zwei Stück mitgebracht. Einmal meine seit gut 10 Jahren im Gebrauch stehende Ron Thompson Hardcore 2 mit 10 bis 30 Gramm Wurfgewicht. Und das bei einer sehr geringen Länge von 1,70 müsste die sein. Keine Falschaussage machen. Ich bin 1,80. Ja. Das kommt hin. Dran habe ich von Okuma kleine Rolle. Die Safina gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich bin von dieser Rolle als kleine Rolle begeistert. Ihr seht, die hat auch verdammt viele Gebrauchsspuren. Daran gut zu erkennen, wie oft das Gerät schon im Einsatz war. In dem Fall habe ich jetzt hier einen kleinen Gummifisch dran. Die habe ich nämlich letztes Jahr noch zum Barschangeln verwendet. Hier vorne vorgeschaltet ein monophiles Vorfach. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Kann es erkennen. Und eine geflochtene Augenschnur. Diese Rute hier, so wie sie jetzt hier ist, eignet sich sehr gut für Wurfweiten bis 10-12 Meter maximal.
Durch die geringe Länge kann man auch sehr gut mal unter Büsche kriechen, unter Bäume klettern, dort sogenannte Unterhandwürfe machen. Dafür nutze ich diese Route sehr gerne. Ich zeige euch das mal kurz hier. Indem ihr quasi einfach die Rolle aufmacht, nach vorne pendelt und loslasst. Zack. Das ist der sogenannte Unterhandauswurf. Eignet sich prima, um unter Bäumen und Sträucher zu werfen. Gerade jetzt im Sommer sitzen sehr gerne die Forellen. Hat ein bisschen stärker vorne, stärkere Spitze. Weil ich persönlich viel mit Blinkern angeln und gerade mit Blinkern willst du eben ein wenig diese Ruckbewegung in die Rute haben und willst einen ordentlichen, straffen Übergang auf den Köder haben. Außerdem, persönlich muss ich sagen, bis aus heute ist an dieser Rute super, eben auch durch die harte Spitze, deswegen kann ich euch sowas nur empfehlen. Preislich liegt so eine Kombi bei 100 Euro, das ist also vollkommen okay. Jetzt gibt es aber auch Flüsse, wo man größere Gerätschaften braucht, weitere Wurfweiten hat, schnell mal auch 10, 15 Meter. Und da angle ich ein Kombigerät. Dieses Gerät nutze ich auch zum leichten Zander- und Hechtangeln. Das ist von Savage Gear, die MPP2 in 2,13 m, 10 bis 40 Gramm Wurfgewicht. Ich habe jetzt hier vom letzten Jahr noch Stahlvorfach und ein LK dran, ein Lieblingsköder. Da ich das nochmal fürs leichte Hecht- und Zanderangeln genommen habe, auch ein großer Spaß mit dieser Rute. Eine vierteilige Rute, eine Reisrute letzten Endes, mit einer deutlich flexibleren Spitze als die kurze One Thompson, was mir weitere Würfe ermöglicht, was mir dann auf die Weite auch eine relativ präzise Köderführung ermöglicht. Und das ist auch ein wichtiger Knackpunkt beim Forellenangeln. Ich habe hier ebenfalls von Okuma eine Safina-Rolle drauf, eine etwas größere mit der gleichen Schnur bespannt. In dem Fall eine 7 bis 11 Kilo, lassen mich nicht lügen, letztes Jahr bespult, nicht mehr genau im Kopf. Reicht auf jeden Fall vollkommen aus. Ich bin sowieso der Meinung, ganz viele Krach-Bumm-Angler, wie ich sie gerne nenne, schleppen so viel Tackle, so schweres Gerät ans Wasser, das ist gar nicht nötig. Wie genau man damit angelt in der Praxis, seht ihr in einem nächsten Video. Das war jetzt erstmal das Technikvideo. Was braucht es wirklich, um ordentlich auf Forelle angeln zu können?